Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, heute mal mit einer etwas anderen Folge. Und damit herzlich willkommen mal mein Co-Moderator Tom Arte. Jo, hallo Arti, was hast du uns denn mitgebracht? Ja, was Unfreiwilliges. Und zwar Ja, YouTube meint, wir waren unartig. Und das zur Weihnachtszeit. Da bleibt wohl heute ein Türchen, da bleibt ein Türchen zu, nicht wahr? genau, gibt's cool für uns. Wir kommen auf die Naughty-Liste, auf die Liste der ungezogenen Kinder, das ungezogene Gemüse. So, genau, was haben wir verbrochen? Also, worum geht's? Du kannst ja mal vielleicht den Browser öffnen, dann sehen die Leute das gleich. Ja. Genau, folgendes. Wir haben ja die Serie Clashing Differences angeschaut und ich kann euch nur noch mal empfehlen, schaut in diese Serie rein, also in unsere Kommentare davon. Das war hier so mein liebster Content mit, den wir hier überhaupt gemacht haben, weil ich fand die Serie so scheiße. Also die ersten zwei Folgen waren noch so Da bisschen ging's lahm. noch, ja. Wir sind ja, genau, da ging es noch und wir sind auch am Anfang natürlich immer so eher so, ja, gebt denen mal ein paar Punkte, wisst ihr, also nicht so übermäßig kritisch sein, aber ab Folge 3 war es wirklich so beschissen. Also so unglaublich beschissen. Pure Propaganda. So, und jetzt wurde unser Video, was wir auch getitelt haben, ZDF verteilt Propagandaschellen, das wurde jetzt wegen Hassrede entfernt. Ich So, denke, so kann man es und sagen. ja, so kann man Was? sagen. Und was wir jetzt mit euch machen wollen, uns wird hier angeboten, eine Schulung zu machen. Und wir dachten, wir machen das vielleicht einfach mal mit euch zusammen, weil es euch interessieren könnte, wie so eine Schulung bei YouTube aussieht gegen Hassrede. Genau, also wir wollen mal aus der Not eine Tugend machen, denn es haben ja schon viele andere ja, Content-Kreatoren aus unserer Bubble, wenn man so möchte, darüber berichtet, dass man so eine Schulung machen kann, aber nie hat es einer gezeigt. Und dementsprechend, wir hoffen jetzt mal, wenn wir hier diese tollen Bäume hier durchgehen, dass wir dann auch zu dieser Schulung kommen. Wir wissen es halt noch nicht. Aber wir hoffen uns große Spaß davon, wie so ein Drittklässler dann im Nachsitzunterricht bemuttert zu werden. Ja, schauen wir mal. Und ich hoffe, wir müssen hier auch nichts irgendwie grafisch verzerren, also dass da private Daten von uns entstehen oder so. Aber nee, Ja. soll schon gehen. Klick einfach mal weiter und dann gucken wir mal, was Sache ist. Jetzt So. überprüfen. Mal Genau, gucken, wer Inhalte jetzt Neger prüfen. gesagt hat. Oh, Scheiße. Ah, So, hier. hier steht Oh, sogar Hassrede. es gibt sogar einen Zeitstempel, geil. Kannst du da jetzt draufklicken auf 026, nehme ich mal an, und dann. Eigentlich lädt er das von selber. Wir geben dir mal noch ein paar Aha. Sekunden. Hassrede bei 26 Sekunden. Eieiei, das war aber früh. Okay, Ich bin lese ich mal vor, gespannt. was Hassrede ist hier, laut denen. Ja, bitte. Inhalte, in denen Hass gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer geschützten Gruppe geschürt wird, sind auf YouTube nicht erlaubt. Dazu gehören auch Inhalte, in denen Personen entmenschlicht, beleidigt, verunglimpft oder stereotypisiert werden. Gleiches gilt für Behauptungen, die Menschen seien unterlegen und/oder für Verschwörungserzählungen. Wir prüfen von Fall zu Fall, ob es sich um pädagogische, dokumentarische, wissenschaftliche oder künstlerische Inhalte handelt. Begrenzte Ausnahmen gelten für Inhalte, bei denen ein ausreichender und angemessener Kontext vorhanden ist. Aha, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen, worum es geht. Vielleicht kann ich euch nochmal einführen, Zuschauer. Hier bei Folge 3, das ging ja so los, da ist so eine Tante hier in ein Zimmer gekommen und da standen ein Haufen Statuen und Skulpturen aus Afrika. Wisst ihr, mit irgendwie afrikanischem Hintergrund. Man sieht das hier auch schon im Thumbnail. Und da haben wir bestimmt irgendwas jetzt gesagt, von wegen, dass das albern ist. Also, wir haben wahrscheinlich irgendwie eine Art Verschwörungstheorie verbreitet, dass diese Form kein Rassismus ist, wenn man sich irgendwelche afrikanischen Skulpturen hinstellt. Vielleicht kannst du mal hier den Ausschnitt anmachen. Also Ach ganz so. ehrlich, bevor ich auf Play drücke, Ja, von ja. all unseren Inhalten sind wir dafür. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir jetzt hier was übelst Schlimmes gesagt. Mach mal an. Mach mal an. Okay, Bilder. Ah, ja, Gott, ja, natürlich. Jetzt irgendwelche Afrika-Geschichten. Kulturelle Aneignung. Koloniale Ah! Kunst. Ach, stimmt, so rum, ja. Geraubte Kunst, Bronzebüsten von Benin. Scheiß Beutekunst, ja. Ja, sowas der Beutekunst, genau. Ich glaube, du War's kannst das fast Pause jetzt? machen. Hey, was ist denn daran bitte Hasssprech Ich gewesen? muss jetzt Könnt ihr uns das nochmal mal sagen, liebe Zuschauer? Bürgerbildern. Ah, Ich gehe
Hey Mann, Herzlich ich lasse das willkommen jetzt zum mal hier. Richtfarben-Podcast Und damit zu Folge 3 von Clashing Differences. Damit auch Hallo an meinen Co-Moderator Tomate. Arti, hallo junges Gemüse. Jawohl, Folge 3, jetzt geht's hoffentlich ab. Jetzt kommt der Höhepunkt. Yay. Jo. Wir hatten gar nicht so Unrecht mit den Ah, Baumwollpflückerbildern. ja, Gott, ja, natürlich. Ich glaube, das war der Hass, dass ich Baumwollpflücker gesagt habe. Ist Hä? das? Ich Ich weiß habe es nicht. gedacht, ich habe was Schlimmeres gesagt, weil das so genau Hä? in Das dem ist ja Wort völlig absurd. anfängt. Okay, völlig absurd. Also, und da verstehe ich auch, also wenn die mit solchen albernen Gründen dich bestrafen, da verstehe ich auch, wie jetzt zum Beispiel Kanäle wie vom Schlomo und Schattenmacher, also vom Schlomo war es jetzt speziell, wurde ja auch der Kanal weggemacht. Ja. Und ich fand auch, also gerade in den letzten Jahren ist der Schlomo ja, und das sage ich finde das gar nicht schlecht, ist halt sehr vorsichtig geworden, so ein bisschen, was er sagt, tut viel Piepsen und so. Und ja, fand ich auch da schon irgendwie für mich unnachvollziehbar, dass er da gestrikt wurde. Und wenn wir jetzt auch Er wegen ist ja sowas nicht einen Strike mal kriegen, gestreikt worden, oder? Die haben den doch einfach weggemeldet. kann sein. Ja, bin ich nicht so genau im Bilde. Auf jeden Fall, ich sehe das jetzt hier nicht so ein, dass wir hier den Strike kriegen. Also muss ich tatsächlich sagen. Also entweder es war wegen Baumwollpflücker oder wegen Beutekunst. Das waren so die zwei Dinge, die ich mitgenommen Aber habe. Beutekunst ist doch kein Hassspray. Oh, ach so, oder ist das eine Verschwörungserzählung, dass wir uns darüber lustig machen? Oder ich verstehe das nicht ganz. Wir tun ja gar nicht absprechen, dass es Beutekunst gibt. Also, das Ja, hat hier richtig. alles keinen Hand und Fuß. Und mussten die Schwarzen nicht Baumwoll pflücken in Amerika? Also, Das ist ja ich ganz verstehe es nicht. eigenartig hier, ja. Vielleicht werden wir noch erhellt jetzt hier demnächst. Ich mach mal weiter. Ja. Genau. Oh, Ach, jetzt das hier. war's schon. Jetzt haben wir ein Training. Zum Training. An Richtlinientraining teilnehmen. Die Warnung läuft in 90 Tagen ab. Aha, die Warnung läuft ab. Na, das ist ja auch gut. Also, wenn wir jetzt 90 Tage keine zweite Warnung kriegen, Oh, wahrscheinlich, das wird dann. schwierig. Wenn das schon ausreicht. Ja. Aktiviere ein kurzes Training. 7 Fragen. Ja, das machen wir mal. Wir machen mal mit euch, liebe Zuschauer, das kurze Training. Und ja, können uns mal hier gemeinsam amüsieren über YouTube. Richtlinientraining. Ich lese mal kurz vor. Informationen zum Training. 7 Fragen, 15 Minuten. Wir möchten, dass du deine Inhalte mit Selbstvertrauen erstellst und teilst. In diesem Training siehst du Szenarien in Bezug auf die Richtlinie, gegen die du verstoßen hast. Oha. Hast du eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen, es richtig zu machen? Ach, wir haben eine unbegrenzte Anzahl. Okay, oh, Okay. jetzt haben wir hier einen langen Text. Hassrede, Schrägstrich, Volksverhetzung. Hassrede ist auf YouTube nicht erlaubt. Wir erlauben keine Inhalte, die Gewalt oder Hass gegenüber Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund der folgenden Merkmale propagieren, die im Rahmen der YouTube-Richtlinien auf eine geschützte Gruppe hindeuten. Alter, Kaste, Behinderung, ethnische Herkunft, Geschlechtsidentität und Ausdruck, Nationalität, Hautfarbe, Einwanderungsstatus, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Opfer schwerwiegender Gewaltereignisse und deren Angehörige und Veteranenstatus. Also bis auf das Letzte ist ja alles übelst dehnbar. Junge, Junge, Junge. Richtig dehnbar. Das ist ja generell, also dieser ganze, auch im Strafrecht, du hast ja diesen Gummiparagraphen hier, Volksverhetzung. Hör Und mir ich sag auf. Ah. Gummiparagraf, weil du kannst ihn so weit dehnen und strecken, wie du willst, um den Leuten ans Leder zu wollen. Also, ja, das ist schon eigenartig. Gut, jetzt hier, was ich jetzt auch so automatisch im Hinterkopf habe, was ist denn, wenn jetzt jemand hier was gegen Weiße zum Beispiel sagt? Irgendein Schwarzer beschwert sich ja, alle Weißen sind so ein Rassisten oder so. Those Läuft zu der fucking. Hautfarbe. Oh, warte. Weiß ist ja keine Hautfarbe. Ist ja Ja. ein Zustand. Da geht's für mich schon los. Na gut, wegen mir können wir weitermachen. So, wir gestatten unter Umständen Inhalte, die Hassrede enthalten. Oho, wenn sie einen pädagogischen, dokumentarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Kontext gestellt werden. Diese Ausnahmen sind kein Freibrief für Hassrede. Ah. Dieses Training enthält Szenarien, in denen Hassrede vorkommt, was manche Personen verstören oder triggern könnte. Ja, Also triggern schon. eigentlich ist es wieder so ein Let's Play. Ja, willkommen zum Let's Play Richtlinientraining. So, dann los geht's. Ja, los geht's. Ist das ein Verstoß? Ah, hier Gibt's da ein Frage 1 Video? von 7.
Also ein Video enthält hasserfüllte Beleidigungen und Vorurteile gegenüber Personen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung. Ist das ein Verstoß? Naja, da braucht man jetzt gar nicht weiterlesen. Ja, also. Ich bin wieder drei, habe ich das Gefühl. Es ist Ja. unfassbar. Ja, komm. Nochmal. Ja. Prüfen. Oh Gott sei Dank. Korrekt. Beleidigungen und Vorurteile, in diesem Fall die sexuelle Orientierung betreffend, die Hass gegenüber einer geschützten Gruppe propagieren, sind auf YouTube nicht erlaubt. Bla bla bla. Ja, okay, gut. Wer legt das eigentlich immer fest mit den geschützten Gruppen? Schwierig. Ja, was, da kann ich dir die Opferpyramide empfehlen. Da kannst du leicht ablesen, welche Gruppen schützenswert sind und welche nicht. Ja, aber wer hat das festgelegt, nicht wahr? Ja. So, die nächste Dulli-Frage. In einem Video, das von einem... Oh, warte mal, du bist ja besser in der Grammatik. Das mit einem S? Ja, natürlich, an der Stelle ja, weil es sich auf das Video bezieht. Also, es Okay. ist. Ich habe das nie gerafft, es tut mir Ja, okay. leid. Gut, in einem Video, das von einem Nachrichtenanbieter veröffentlicht wurde, beschreibt ein Nachrichtensprecher, wie ein Prediger in einer Rede dazu aufrief, alle Gläubigen einer bestimmten Religion, Zitat, zu töten. Zitat Ende. Der Nachrichtensprecher berichtet über die Rede und die Reaktionen derjenigen, die sie verurteilt haben. Ist das ein Verstoß? Nein, weil das ja diesen pädagogischen oder berichteten Mehrwert hat an der Stelle. Ja, Also easy. das heißt, in Zukunft zitieren mir dann immer Leute so sinngemäß, es gibt Leute, die sagen, das wäre Beutekunst. Ja, Ist oder das wir jetzt sagen hier das halt, Türchen für uns? oder wir sagen, ja, das ist jetzt hier ein künstlerischer Kontext, das ist Satire oder sowas, weißt du? Einmal so ein Disclaimer vor den Videos. Ach Gottes Ja, Willen. oder rechts oben in der Ecke, so wie Clowny, der hat jetzt immer rechts oben in der Ecke Satire stehen. Also der hat nämlich wahrscheinlich auch jetzt öfter mal deswegen Strikes bekommen. Seit ein paar Wochen macht er das. Ja, dann lieber die Clowny-Variante. Die ist so einmal so ein Text erstellt und. Ja, genau. Okay. Loggen wir ein? Haben wir Nein. richtig geraten. Super. Brauchen wir auch gerne weiterlesen. Ja. Ja, wir wollen euch nicht langweilen hier. So, Frage 3 von 7. Ein Nachrichtenanbieter lädt einen Beitrag hoch, in dem der Reporter Menschen zum Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School interviewt, der 2012 in den USA stattfand und 26 Todesopfer forderte, die meisten davon Kinder. Eine der befragten Personen sagt, die sogenannten Opfer haben das alles nur gespielt. Da ist niemand verletzt worden. Der Reporter stellt in einem Voice-Over klar, dass diese Aussage falsch ist. Ist natürlich auch kein Verstoß. Ja, ich frage mich nur, ob das nochmal irgendwie schwerer wird. Ja. Das muss auch der letzte Dulli hinkriegen. Okay, mach du mal wieder. So, Ted macht ein Video über das Leben in seinem Viertel. Im Video kritisiert er Dinge, die ihm in seinem Viertel nicht gefallen, und beleidigt Angehörige einer bestimmten ethnischen Gruppe. Er sagt, das hier ist alles voll von, Klammer auf, Bezeichnung für Angehörige einer Ethnie, Klammer zu. Warum können die nicht alle unter das Auto geraten und verrecken? Es Ja. ist. Oh Und Gottes da wird es Willen. jetzt für mich schon irgendwie clownwältig. Also klar, das ist Hassrede, aber was hat denn das zu tun mit dem, was wir verbrochen haben? Also ich verstehe wirklich, Alles. ne? Wir haben diese schreckliche Serie kommentiert und zwar sehr kritisch. Aber was war daran Hassrede? Ich sehe es nicht ein. Bitte sagt es uns. Also ich finde, da gibt es wahrscheinlich Stellen, die da eher hinpassen würden als diese Szene, die uns hier aufs Auge drücken. Das Ja, ist also ja, ein wir sind ja manchmal Bullshit. dann doch hart unterwegs. Ich habe ja dir, als du mir das geschrieben hast, ich habe dir gesagt, wir sind, finde ich, eigentlich stark in unserer Meinung, aber wir versuchen eigentlich uns immer so was, in dem, wie wir es sagen, jetzt hier nicht übelst abzuwenden. Also wir sind jetzt hier nicht wie am Stammtisch von Boomern in der Hafenkneipe unterwegs. Von daher, naja. Also das könnte man halt schon, was wir sagen, alles auf 11 drehen, ohne Probleme. Eben. Na gut, mach mal hier, ist das ein Verstoß? Ja. Das Der stimmt. heißt ja sogar Ted wie Ted Bundy, das ist natürlich spannend. Der Ted Mosby. So, Yoon lädt ein Video zu den Terroranschlägen von Al-Qaida in den USA am 11. September 2001 hoch, bei denen fast 3000 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt wurden. Im Video kommentiert Yoon verschiedene Aspekte des Ereignisses. An einer Stelle sagt Yoon,
Sicher, bei den Angriffen am 11. September sind um die 3000 Menschen gestorben. Aber deren Tod ist total unbedeutend. Ist das ein Verstoß? Also in meiner Welt, ehrlich gesagt, nee, nicht. Das kann kein Verstoß sein, weil sich das ja nicht auf eine bestimmte Gruppe, die hier rechts steht, bezieht. Weißt du, dass du Leute nach Alter oder Kasse oder so bewertest? Das sind ja 3000 verschiedene Leute. Also nee, das kann meiner Meinung nach kein Verstoß sein. Ja, nee, das kann kein Verstoß sein. Das ist aber tatsächlich mal eine schwierigere Frage. Ich sag auch nein. Ich überlege gerade, die waren wahrscheinlich alle... selbe Nationalität waren sie auch nicht, ne? Warte, das hier. Opfer schwerwiegender Gewaltereignisse und deren Angehörige. Das ist doch ein Treffer. Ah, du hast recht. Warte mal. Die Gewalt. Opfer schwerwiegende... Du hast recht. Aber ehrlich gesagt, also ich finde... Aber was ist denn daran jetzt Hass? Er sollte das sagen dürfen. Weil ja, eben. Streng genommen, 3000 Leute sind historisch gesehen, menschlich gesehen, egal. In 100 Jahren wird niemand mehr sagen, den 3000. Also, den vermisse ich jetzt aber. Da muss ich dir hart widersprechen. Also, findest du, ja? Ja, ich finde, jedes Menschenleben ist wertvoll. Also, jedes einzelne. Ich sehe das eher so auf der kosmischen Skala, da ist es völlig egal. Ja, ich sehe es auf der religiösen Skala und da ist jedes Leben wertvoll. auch Leute, die du vielleicht nicht magst. Kann ich verstehen, ja. Ja, was machen wir jetzt hier? Ich sag, das ist wahrscheinlich doch ein Verstoß. Ne? Ja. Sozusagen too soon, um das Meme mal zu wissen. Ja, genau. Jetzt kommt's richtig, ja! So, wir lesen mal. Du hast fast die Scheiße geritten, ja. Inhalte, in denen ein umfassend dokumentiertes, schwerwiegendes Gewaltereignis geleugnet oder die Zahl der Opfer heruntergespielt wird, sind auf YouTube nicht erlaubt. Ein Beispiel hierfür sind die Terroranschläge in den USA am 9/11. Aha. Wer hat ja nicht die Zahl der Opfer runtergespielt? Der hat bloß gesagt, dass die prinzipiell legal sind. Stimmt eigentlich. Ja, also wieder so ein Gummiding, ne, wie du so schön sagst. Sehr so. Hartes Gummiding, ja. Aber gut, wir haben einen guten Lauf. Wir sind gute YouTube-Bürger hier. Jo. Was ist das für ein Name? Egal. Lida dreht eine Videodokumentation über Gangs in ihrem Land. In dem Video zeigt sie Interviews mit Gangmitgliedern und Experten zum Thema Gangs. In einem Clip ist der Anführer einer Gang bei einer Ansprache an andere Gangmitglieder zu sehen. Dabei sagt er Folgendes. Sie, in Klammern, die Mitglieder einer rivalisierenden Gang, sind Hunde. Sie sind sogar schlimmer als Hunde. Und sie sind nicht ganz richtig im Kopf. Zitat Ende. Lida führt anschließend weitere Fakten zur historischen Rivalität zwischen den zwei Gangs auf. Irgendwie erinnert mich das an einen gewissen Herrn Trump, oder? Ja, er hat das doch mal gesagt. Mit dieser... MS-13, die sind schlimmer als Hunde, recht. Oder? Da war da was. Scheiße, ja, du hast recht. Ei, stimmt, das ist mir jetzt völlig entgangen. Ja, genau. Gut, dass du sagst. Ja, der hatte über so eine mexikanische Gang gesprochen. Stimmt. Und das haben die immer als, er entmenschlicht die Mexikaner oder so ausgelegt, ne? Ich würde jetzt aber an der Stelle hier die Option, wir haben ja viele Optionen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben die Antwort, das ist ein Verstoß, da der Anführer der Gang eine Gruppe entmenschlicht, indem er sie mit Tieren vergleicht. Das ist ein Verstoß, da der Anführer behauptet, eine Gruppe sei geistig unterlegen. Das ist kein Verstoß, da ausreichend Kontext vorhanden ist und keine Hassrede gefördert wird. Oder das ist kein Verstoß gegen die Richtlinien zur Hassrede, da die Aussagen nicht gegen eine geschützte, auf eine geschützte Gruppe abzielen. Ich sage... Option 3. Als Soziologe, das ist eine Beobachtung zweiter Ordnung. Naja, weil hier tut ja nicht der Autor des Videos, das wäre erster Ordnung, sagen, ich finde, die Gang und so, die sind so und so, sondern er beobachtet, wie jemand anders das sagt. Und warum nicht die 4? Bloß mal so, Interesse halber. Da die Aussage nicht auf eine geschützte Gruppe abziehen. Ach so, man könnte sogar beides nehmen. Stimmt. Aber warte mal, kann ich hier? Ach, hier, wähle alle richtig. Ah, okay. Ja, dann nimm beide. Ja. Dann nimm beide. Ja. Jetzt wird's dann nochmal richtig tricky. Stimmen.
Ja, Erst Frage hieß es, 6. wähle die richtige Antwort aus, jetzt sind es Aber mehr. wir haben ja so viel wie möglich, also ewige Möglichkeiten. So, das muss Aber es ja ohne die bestimmt. Leute nicht. Los, los, Herr Jauch. Log's Ah, ein. okay. Ja, ist richtig. Okay, machen wir Mein weiter. Gott. Okay, finale Frage. Gut. Farah lädt eine Dokumentation hoch. Im Video spricht sie über die Hintergründe des Genozids in Ruanda im Jahr 1994. Das Video enthält Interviews mit vielen Personen, um möglichst unterschiedliche Sichtweisen auf das Ereignis darzustellen. In einem Interview sagt jemand, diesen Genozid hat es nie gegeben. Das ist ein Fake. Er wurde damals von der Regierung Ruandas inszeniert. In Farahs Dokumentation wird ausdrücklich betont, dass der Genozid in Ruanda stattgefunden hat und dass dabei schätzungsweise 500.000 bis 1 Million Opfer zu beklagen waren. Auch hier wieder, dieses Video ist kein Verstoß, also das zweite. Haben wir noch irgendwas anderes? Das letzte, oder? Warte, das kann es nicht sein, weil es richtet sich ja gegen eine geschützte Gruppe, und zwar die Opfer schwerwiegender Gewaltereignisse, deren Angehörige. Also es muss nur die Option 2 sein, meiner Meinung nach. Ich finde das so richtig clownsfeldmäßig, dass du hier um den Faktor 2 die Opfer Ja, nicht. Also da steht ja nicht 500.000. schätzungsweise 500 bis 550.000, sondern. Ja. Aber beziehen wir das bitte jetzt nicht auf andere Ereignisse. Junge. Nee, ja, ich habe hier gar nichts gesagt. Ich mein, will das jetzt auch gar nicht ausmachen. Also deswegen. Mensch, das war ein glatter Durchmarsch. Und sind wir jetzt wieder gut? Du hast die Schulung Oh, abgeschlossen. geil, diese Deine Bahnung Klobehomo läuft am Kunst. 18.03.2024 ab. Da Wenn, wenn, was? warte, jetzt kommt's. Wenn du davor noch einmal gegen die Richtlinie zur Hassrede Ah, verstößt, fuck. erhältst du eine Verwarnung. Wenn du gegen eine andere Richtlinie verstößt, erhältst du eine weitere Warnung und wirst eingeladen, an einer weiteren Schulung teilzunehmen. Aha. Also die Hat Warnung uns das jetzt läuft ab. irgendwas gebracht, außer Content? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Scheiße. Vielleicht wäre die Warnung sonst nicht abgelaufen? Nee. Naja. Über 3 Monate jetzt. Ja, aber Also, die, oder genau also 3 Monate, ja. ich sehe das, ich will das jetzt hier aber nochmal ausdrücklich betonen. Ich sehe das nicht ein, dass wir hier gegen irgendwas verstoßen hätten. Also zumindest bei Sekunde 26. Also, Ja. hä? Gut, naja. Wenn wir jetzt Nee. immer noch so mal gucken. Okay, wir können immer noch eine Beschwerde einreichen und ich werde das jetzt doch machen. Also was zur Hölle? Ja, was machen wir wahrscheinlich jetzt nach der Aufnahme, oder? Genau. Also das wäre jetzt. Das Ja. müsst ihr schon uns überlassen, liebe Leute, Aber aber. was ich gerade überlegt habe, eigentlich war es vielleicht von uns gar nicht so klug. Jetzt haben wir ja in der Aufnahme das Video abgespielt von dem, weswegen wir verwarnt wurden. Also jetzt kriegen wir die Verwarnungsception wahrscheinlich. Jetzt kriegen wir Ja. nochmal für dieselbe Sache nochmal eine Verwarnung. Aber das war Aber jetzt wenn dem hier so ist, machen wir natürlich dokumentarischer nochmal ein Content. Video, weil so muss das sein. Ja, liebe Leute, ihr seht schon, also YouTube ist knallhart, Unerbittlich, ohne genau ja. zu sagen, warum es knallhart ist. Schöne neue Welt. Jo. Aber ich hoffe, wir haben das Beste rausgeholt aus den schlechten Umständen und hoffen, euch beim nächsten Mal zu normalen Content unsererseits begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, Richtig. bis zum nächsten Haut Mal. rein.